Was auch interessant ist, ist der Punkt, dass der Hadith auf die Menschlichkeit des oder die Unzulänglichkeit des menschlichen Wesens hinweist. Und er sagt ja, ittaqillaha haythuma kunt. Habe Taqwa vor Allah, wo immer du bist. Bei Tag, in der Nacht, an einem öffentlichen Ort, in deinen privaten vier Wänden. Das Wort haythuma kunt gehört zu den sogenannten Siyarul Umum, das heißt zu den Allgemeinheitsbegriffen oder Allgemeinbegriffen. Also wirklich jeder Ort, alles, was du dir vorstellen kannst. Ist das möglich? Ist nicht möglich. Es gibt keinen Menschen, der, egal wer er ist und wie er ist, Meshi, der überhaupt keine Fehltritte hat. Das geht nicht. Allah Ta'ala, خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, der Mensch wurde schwach geschaffen. Der Mensch, jeder Mensch. Und das ist der interessante Punkt. Der Hadith weist uns darauf hin, dass er sagt dir sozusagen, er gibt dir so eine Richtlinie, versuch's die meiste Zeit, aber du wirst es nicht immer schaffen. Deswegen sagt er, er bietet dir dann die, damit man nicht verzweifelt und verzagt, wenn man es nicht schafft, sagt er dir sozusagen, tamam, es gibt noch einen Ausweg, falls du es mal nicht durchhältst, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, lasse der schlechten Tat eine gute folgen. Tamam? Die diese ausmerzt. Und auf dieses, darauf weist uns auch der Vers in der Surat Al-Imran hin. Ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt in diesem Unterricht. Allah Ta'ala sagt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Und eilt zu der Vergebung eures Herrn und zum Paradies, dessen Breite die Himmel und die Erde ist. Dann sagt er, وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dieses Paradies ist vorbereitet für die Muttaqin. طيب, wer sind die Muttaqun? Allah Ta'ala erwähnt danach ihre Eigenschaften. Denn dieser Vers hat etwas, das nennt man Tashwiq. Tashwiq bedeutet, dass auf eine Art und Weise an den Interesse geweckt wird. Wenn ich dir beispielsweise sage, beispielsweise, es gibt gerade einen Preis zu gewinnen. Tamam? Und der Preis ist so und so. Und dann möchtest du natürlich wissen, ich erzähle dir, dass ja alles auch für dich möglich ist. Und ich sage dir hier, bewirb dich auch an diesem Wettbewerb oder diesem Gewinnspiel. Dann möchtest du natürlich wissen, was man dafür machen muss, was für Bedingungen es hat. Und hier, wenn du hörst, Allah Ta'ala sagt, und eilt zu der barmherzigen Vergebung eines Herrn und einem Paradies, dessen Breite Himmel und Erde ist, für die Muttaqun vorbereitet. Die Frage, die sich jetzt stellt, die nächste Frage, die sich stellt, tamam, wer sind die Muttaqun? Dann sagt Allah Ta'ala, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Diejenigen, die erhab und gut in guten und schlechten Zeiten ausgeben. Wenn sie im Wohlstand sind und wenn sie in Bedrängnis sind. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, und die, die ihren Zorn unterbinden. Das ist eine Anspielung auf den Khuluq, richtig? Auf eine Charaktereigenschaft. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, und die den Menschen vergeben. Auch eine Charaktereigenschaft. Wir haben jetzt eine Ibadah, also ein Ritual oder eine Handlung, die wir als eine Ibadah bezeichnen würden, die Sadaqat. Tamam? Dann haben wir zwei Charaktereigenschaften. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Und diejenigen,
wenn sie eine Fahisha begehen. Was heißt Fahisha? Fahisha ist nicht einfach eine Kleinigkeit. Das Wort Fahisha wird in der Regel im Koran nicht für kleine Vergehen verwendet. Fahisha heißt wirklich etwas, eine Kabira mindestens. Und wenn sie eine Fahisha begehen, von wem ist die Rede? Das ist die Rede von den Muttaqun. Also das heißt, man kann Taqwa haben. Es geht nicht nur darum, dass man Taqwa haben kann. Hier wird im Vers wird der Begriff Al-Muttaqun verwendet. Lil-Muttaqin. Das ist ein Partizipaktiv. Ismul Fa'il. Ein Partizipaktiv ist eine Eigenschaft, die auf Kontinuität hinweist. Tamam? Also, dass es jemand durchgehend hat, diese Eigenschaft. Dass er durch und durch geprägt ist von dieser Eigenschaft. Ja, mathalan, das Verb talaba, yatlubu, heißt nach etwas streben, verlangen. Jemand, der nur gelegentlich was lernt oder nach Wissen strebt, den nennen wir nicht talibul ilm. Talib ist nämlich der Ismul Fa'il des Verbes, also Partizip aktiv, das dauert, bedeutet, dass es eine kontinuierliche, dauernde Eigenschaft von ihm ist, die ihn prägt. Wenn es ein Gelegenheitsschüler ist, dann benutzen wir das Verb. Wir sagen, Fulan yatlub al-ilm. Tamam? Aber nicht Fulan und talib al-ilm. Das ist, weil ein Verb bedeutet nur darauf hin, dass etwas mal geschieht. Es kann gelegentlich geschehen, aber ist nicht seine ständige Eigenschaft. Aber hier sagt Allah Ta'ala nicht, وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ اللَّهِ. Er sagt, أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Das ist der Ismul Fa'il. Also es ist ihre beständige Eigenschaft. Und jetzt, wie können wir das kombinieren mit der Fahisha? Jemand könnte ja denken, gut, dann wenn man Taqwa haben kann oder zu den Muttaqun gehören kann und die Fahisha begehen kann, dann kann man sich ja abwechseln oder so. Die Fahisha, wir haben einmal die Fahisha und einmal haben wir dieses Partizip aktiv. Das bedeutet, dass es eigentlich eine dauernde Welle ist und da kommen manchmal Unterbrechungen. Es kommen gelegentlich Unterbrechungen und dann geht es wieder weiter. Tamam? Aber nicht so zickzack, einmal nach oben, einmal nach unten. Dann wäre der Name Al-Muttaqin nicht, er wäre nicht passend in diesem Kontext. Deswegen sagt er dann hier, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Jene, die, wenn sie eine Fahisha begehen oder sich selbst gegenüber ungerecht sind, in Form irgendeiner Sünde, unter der Fahisha, sich dann aber erinnern oder Allahs wieder bewusst werden und um die Vergebung ihrer Sünden bitten, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Und wer vergibt denn die Sünden außer Allah? وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Das ist nochmal der entscheidende Punkt. Die aber nicht beharrlich auf das verharren, was sie getan haben. Das ist der Unterschied zwischen dem Muttaqi und dem, ich sage mal, Nicht-Muttaqi. Der Unterschied ist nicht, dass der Muttaqi ein Engel ist und ein Heiliger, der keine Sünden begeht. Der Unterschied ist aber in dem überwiegenden Zustand. In dem überwiegenden Zustand. Tamam? Ja.